Im Van der Valk Resort in Linstow fand am 31. März der Bauerntag des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern statt. 133 Delegierte aus insgesamt 15 Regionalverbänden waren eingeladen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die zukünftigen Auswirkungen der Agrarproduktion und natürlich die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Landwirte stehen vor großen Herausforderungen. Zum einen steigende Kosten für Energie, Kraftstoff, Futter und Düngemittel. Zum anderen ausbleibende Erntehelfer aus der Ukraine. Also wir nehmen diese Entwicklung sehr, sehr ernst. Und wir sehen natürlich auch, dass viele Branchen betroffen sind von dem Krieg, aber auch eben die Landwirtschaft in erheblichem Maße. Die Bevölkerung macht sich große Sorgen, was die Versorgungssicherheit angeht. Deutschland, das muss man dazu sagen, ist Selbstversorger bei Getreide. Das heißt, es besteht überhaupt kein Grund, Mehl zu bunkern oder so etwas. Aber wir sehen natürlich, dass viele Versorgungsstränge auch aus und über die Ukraine zu uns kommen, insbesondere bei Eiweißfuttermitteln für Tiere. Und da werden wir sehen, dass wir andere Kanäle brauchen. Insbesondere werden jetzt kurzfristige Lösungen für die Saison 2022 benötigt. Schon länger besteht die Diskussion der heimischen Eiweißversorgung aus Raps- und Hülsenfrüchten. Aber diese Lösung benötigt jedoch Zeit für die Umstellung. Seit Jahren ist die Züchtung heimischer Eiweißpflanzen vernachlässigt worden. Nun müsste der Wirtschaftszweig wieder hochgefahren werden, damit die Landwirte unabhängig arbeiten können. Detlef Kurek geht davon aus, dass die Ernten in der Ukraine und in Russland dieses Jahr ausfallen könnten. Dabei sind die Länder große Exporteure und versorgen mit ihren Agrarprodukten den Mittelmeerraum, Südasien und Afrika. Die aktuelle Situation regt zum Umdenken an. Ansonsten denke ich, gibt es Bestrebungen von Seiten der Europäischen Union, sind die richtigen Weichen gestellt worden, was die Nutzung von Brachflächen angeht. Wir werden damit die Probleme der Welt nicht lösen, aber wir können zumindest einen Beitrag leisten. Und ich fordere eigentlich die Bundesregierung auf, hier diese Beschlüsse aus Brüssel 1:1 umzusetzen. Das heißt, dass auch die deutschen Bauern die Möglichkeit haben, da, wo es geht und wo es vertretbar ist, zusätzlich Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln und auch von Futtermitteln zur Verfügung zu stellen. Der Bauernverband MV bringt stetig neue Forderungen auf den Weg. Die Landwirte äußern zudem durch Proteste ihren Unmut und versuchen so, den Ernst ihrer Forderungen zu bekräftigen. Ja, das Umsetzen unserer Forderungen, das ist leider ein Punkt, der eben immer noch nicht so erfolgt ist, wie wir uns das wünschen und deswegen ja eben auch immer weiter sagen, also unsere Arbeit hört nicht auf, klar, es gibt eben auch andere Verbände, die wieder andere Forderungen stellen, aber weswegen es so wichtig ist, dass wir dranbleiben und eben auch in Zukunft diese Forderungen aufrechterhalten und immer wieder neu anpassen, so wie jetzt eben unserer Meinung nach mehr Blick wieder, der Blick auf die Ernährungssicherung gelenkt werden muss. Zudem kommen auf die Landwirte 2023 durch die gemeinsame europäische Agrarpolitik zusätzliche Anforderungen zu. Insbesondere betrifft es neue Förderrichtlinien und eine stärkere Ausrichtung auf den Umweltschutz. Diese Politik sieht der Bauernverband kritisch. Es besteht aus seiner Sicht die Gefahr, dass den Landwirten am Ende Geld verloren geht. Sie fordern, den Strategieplan zu hinterfragen, um den Bauern im Land eine sorgenfreie Arbeit zu ermöglichen.